So, wir hatten vorhin MF, wir hatten Rennington und die anderen drei. Der Tarik-Skin, Digga. Pack mich weg, ey. Bist du das eigentlich? Du hast auch lange Haare, ne? Bist auch blond, bist groß. Körperbau stimmt auch. Körperbau stimmt definitiv. Könntest du sein eigentlich? Guckst du auch manchmal so nach oben, während du gerade fotografiert wirst, so? So also wie so ein Hero? Ja, damit man mein Doppelkinn nicht sieht. Ich sehe jetzt hier nicht das Problem, ja. Wo habt ihr denn Baywatch gedreht? War hier, Nordsee. War super schön. Oh. Alright, Leute, damit sind wir im ersten Halbfinale unseres Turnieres. Poolparty. Sortieren wir mal ganz gegen kurz Darkstar. Die Lanes wieder. Und dann bin ich auch gleich sofort ready. Ich lasse mal die Directed-Kamera für den Anfang kurz. Ich brauche noch 2 Sekunden. Ich sehe auf jeden Fall Team Darkstar erstmal gleich engagen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mit Thresh ginge da auf jeden Fall was. So, da werden erstmal die Emotes gespammt. Okay. Lane für Lane. Würdest du sagen, Rennington kann gegen Shogard auf der Top-Lane gegenhalten? Rennington gegen Shogard. Da sehe ich jetzt schlechtere Karten für Rennington als in dem Match davor. Ja. Botlane, Tarik, MF gegen Jhin, Thresh. Das könnte so oder so ausgehen. Also da so ein bisschen die Thresh-Hooks, die machen da vielleicht am Anfang einen Unterschied, ob das dann, weil in dem Moment, in dem Thresh einen Hook landet und Tarik seinen Stun castet, geht er ja in genau die Richtung. Ja. So, das negiert sich so ein klein bisschen. Ja, gebe ich recht. Alright, es geht los. Zack startet beim Red, Kha'Zix startet beim Blue Buff. Und ich bin auf die Mitte sehr gespannt, weil ich habe Six damals sehr, sehr intensiv gespielt, kurz bevor ich aufgehört habe mit LoL. Ich mochte ihn sehr, aber ich konnte mich irgendwie in der aktuellen Season mit der aktuellen Meta irgendwie gar nicht mit Six zurechtfinden. Aber, also ich mag seine Passive, ich mag seine Ulti auch. Aber mal schauen. Mal schauen. So, gucken wir uns das jetzt mal hier ganz in Ruhe an. Midlane werden die ersten Pokes natürlich verteilt. Wer ist denn gerade schneller? Beide am Topside angefangen, beide Jungler. Ja, genau. Zack ist jetzt gerade bei den Raptoren. Der wird dann wahrscheinlich den unteren Scuttler angehen wollen. Wobei Kha'Zix wird seine Route an sich auch. Ja, meine ich ja. Beide haben ja auf derselben Seite angefangen. Kha'Zix geht schon mal rüber. Zack bleibt noch oben. Hat natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Eine Minute. Ja. Aber eine Minute wird nicht reichen für ihn, um den zweiten Buff zu kriegen und zum Scuttler zu gehen. Also er... Denke ich auch. Müssen wir schauen, was er vorhat. Kramer. Der Damage unten. Die Botlane ist halt gerade richtig gut. Aber auf der anderen Seite hat Kramer gerade... Wurde schön outzone von Six. Konnte er da nicht mehr... Also er hätte nach oben weglaufen müssen, aber dann hätte er wahrscheinlich ein bisschen... oh mein Gott. Er ist für den Flash gegangen, ne? Also ja. Jhin ist geflasht, um da den Kill zu versuchen. Ja. Schön gemacht. Die sind aber, also die wollen auch schnell da Action machen. Die fackeln da nicht lang. Ja. Habe ich auch das Gefühl. Ja, der Jhin versucht hier seinen Vorteil gerade mit dieser dominanten Lane auszubauen. Also die geben gerade Tarik und MF gar keine Ruhe zum Atmen so ein bisschen. Und da sehen wir den ersten Gank auf der Top-Lane gegen Shogard. Zack und Rankin versuchen hier den Kill zu bekommen und kriegen den Flash raus. Kha'Zix mit dem perfekten Timing, was sein Scuttler anging. Er war bei 3.15, war er da. Also es hat so genau gepasst. Aber Zack natürlich dann mit dem Top-Jungle-Clear die Möglichkeit auch Top zu ganken. Hat einen Flash gegeben, nur ein Flash, schon ein Flash. Wäre beides drin gewesen, aber immerhin ein guter Anfang. Okay, unten wurde der. Also, wir haben auf beiden Seiten jeweils einen Scuttler. Ja, ist korrekt. Was sehr wichtig ist. Kha'Zix Mitte. Ja, versucht gut, da an den Six ranzukommen. Oh, aber perfektes Timing. Also wirklich einfach den. Er hat sich gar nicht selbst boosten wollen. Er hat einfach das Ding da hingelegt, um den Sprung zu denyen. Also, ich glaube, Ori wird angegangen in der Mitte. Da sehen wir auf jeden Fall den Kill, wenn alles glatt läuft, wenn eine Q noch mal hinterher geworfen wird. Oh, Barrier! Der Barrier Bait! Oh mein Gott. Es ist die Barrier, die den. Oh, der Teleport Save! Was passiert hier? Aber es reicht nicht, aber immerhin.
Oh mein Gott. Wow. Oh, jetzt wird aber geplayed hier. Leute, was ist da los? Renekton unterm Tower macht er das. Alter. Wow. Das war sehr interessant gerade. War auch gut gedacht, ey. Wie wäre das? Wäre das von 6 Recovery Time abgegangen? Also wäre jetzt gleich wieder aufgeploppt? Schöner Schaden auf der Botlane. Aber kein Flash mehr. Kein Flash mehr, haben sie nicht. Nee, die Frage ist, kriegen sie Tari vielleicht? Ja, werden sie, weil der Hook ja wieder ready ist gleich. Der haut ihn! Aber es gibt einen. Er kriegt noch einen Tower-Hit! Oh Gott. Oh mein Gott. Was passiert auf der Botlane? Was passiert überhaupt gerade? Ah, wie insane das gerade ist. Wow. Bin ja hin und weg, muss ich sagen. Hin und weg. Ja, Toplane super ausgelegt. Wir können mal in den Farm schauen. Even RK6 ist der schnellere Jungler als Zack. Zack war aber auch, glaube ich, öfter auf den Lanes unterwegs. Auch wenn es jetzt nicht immer in einem Assist endete. Aber er hat versucht zu ganken. Oh, aber Jin outfarmt MF gerade ziemlich heftig. Ah, ich glaube die Toplane, ich glaube die farmen erstmal ganz unabhängig voneinander. Alles andere ist denen, glaube ich, echt egal gerade. Renekton will halt oben wirklich immer. Er macht ja, das macht er schon die ganze Zeit. Renekton dasht einmal an. Dann kommt der Knock-Up von Cho. Dann dasht er da raus. Ja. So, aber er ist oft in Tower-Range und kriegt halt deswegen den Trade nicht so gut hin. Also ich glaube, Renekton weiß, dass er relativ früh was machen muss. Und deswegen versucht er halt alles. Oh, in der Mitte Zack. Oh, die Ulti von Ziggs. Wurde rausgeflasht. Passende Flash. Auf jeden Fall, aber Renekton wird angegangen. Ja, Renekton im 2-on-1. Aber nee, er geht down. Das ist zu viel Schaden, der von K6 kommt. Schöner Damage, aber er kriegt vielleicht nein, noch er hat keinen Dash ready. Er hätte. Oh, das oh war ärgerlich. Gott. Wieder so ein knappes Ding, das gibt's gar nicht. Boah, und die Pace hier. Schön gemacht von Thresh. Dass er da nochmal sein Glöckchen rausgehauen hat, seine Laterne. Schönes Ding. Hätte Renekton den K6 da bekommen, vielleicht hätte es ein Level abgegeben. Ja. Wow. Was wir gerade sehen, ist. Er ist schon High Class hier gerade, was wir sehen. Richtig, richtig gute Plays. Ich glaube, die Botlane muss halt unglaublich auf die Hooks von Thresh aufpassen. Ich glaube, der ist da schon echt ein Dorn im Auge. Ah. Aber Jin reagiert gut. Tarik hat das natürlich gerade so ein bisschen ausgenutzt. Der weiß ganz genau, dass da eine Falle liegt. Aber das ist halt ein schönes Engage-Potenzial. Du setzt deine Falle. Also rootest sie sofort mit deiner W und dann kann er Thresh perfekt mit seinem Hook followen. Und dann kommt da der Schaden. Das ist halt super. Ich kann Zack gerade noch nicht so einschätzen. Findest du, dass Zack hier in der Runde der richtige Pick ist? Zack hat, glaube ich, von dem, was er gespielt hat, gerade schon gute Plays gemacht. Also die Ansätze sind da. Ich weiß nicht, wie sich Zack gut gegen K6 dann schlägt. Klar, das wird nicht so oft passieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Zack auch was machen kann hier. Oh, da ist K6. K6 zeigt sich jetzt, er geht rein, auf jeden Fall macht ein bisschen Schaden, aber da werden sie nicht followen. Trotzdem gut gemacht. Der Damage-Vorteil ist halt stark auf Darkstar-Seiten gerade. Ja. Ja. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt, ja. Kommt die MF zum Farm? 47 Farm gegen 64, das ist in Ordnung. Sie holt gerade ein bisschen auf zumindest. Aber auch Renekton hat einen leichten Vorteil. Wir haben, ja, nee, durch den Kill ist es sehr even. Ja, stimmt schon. Oh, guter Damage, der rausgeht. Es ist einfach schön anzusehen gerade. Schönes Follow-up. Schön gemacht von Jin. Wenn die da den Kill nicht wieder kriegen. Ah, wir hätten die Ulti. Die Ulti kommt auch. Und er kriegt sie nicht. Oh, schöne Ulti von Tarik. Das war der vierte, ne? Ja. Ja. Wow. Insane knapp einfach gerade gewesen. Ah, Jin ist auf der Suche gerade. Ja, die wissen ganz genau, dass der Tarik noch rumlungert. Guck mal, Zack ist schön im Counter-Jungle gerade. K6
ist halt auch Bakasi viel auf den Lanes unterwegs, ja, und er geht jetzt halt, er weiß halt wahrscheinlich auch, dass sie da drüben sind. Ne, wobei, da steht kein Ward. Doch, im River steht noch einer. Der Scuttler ist auch da, müssen wir mal schauen. Ich sehe aber den nächsten, ich sehe den nächsten Gang auf der Top-Lane. Und da kommt er, der Zack. Ja, Zack ist wieder da. Also die Location, wo er herkommt, ja. Und sein Jump-In ist wirklich gut. Ja. Aber es irgendwas fehlt in der Kombination. Er hat aber einen Flash bekommen, obwohl der wirklich nicht nötig gewesen wäre. Ah, da ist Zack wieder weg. Aber er hat halt nichts mehr zum Farmen. Wobei, die Golems sind gerade gespawnt. Oh, schön gemacht von Shogat. Silence geht raus und der Schaden sieht auch gar nicht mal diesmal so schlecht aus. Diesmal hat er den Knock-Up halt bekommen. Er ist nicht aus dem Knock-Up rausgedasht. Ja. Oh, Botlane. Glaube ich, es wird weiterhin super ausgeglichen sein. Wir hatten, glaube ich, schon einen Drake. Und zwar war das das blaue Team, genau. Jetzt kommt's um. Er geht mit Ulti. Er macht Ulti first. Er hat keinen Flash mehr. Er kriegt den Knock-Up. Der Range-Balken füllt sich, aber... Er schafft es einfach nicht. Er schafft es nicht, Shogat zu killen gerade. Okay, also Darkstar, wie gesagt, mit dem ersten Drake bis jetzt. Der Knock-Up kostet halt zu viel Zeit. Ja. Aber er farmt trotzdem gut. Oh, da kommt der Stun. Und da kommt die Q nochmal hinterher. Aber er kassiert halt auch einfach. Wenn er zu lange gewartet hätte, hätte er dann nochmal den Tower-Hit kassiert. Und dann hätte Shogat vielleicht sogar finishen können. Schön. Schöner Engage. Was ein Engage. Wunderbar gemacht von Kha'Zix, Jhin und Co. Aber sie kriegen jetzt den ersten Kill seit längerer Zeit auf okay, der Botlane. Das ja vielleicht sogar ein Double, weil MF overstayed. Jawohl. Schön. Ich glaube, sie war sich nicht sicher, ob sie da nochmal einen Hit mitgeben soll oder nicht, ne? Kann es sein? Also, MF also sie hätte direkt weggehen müssen. Ja, genau. Aber sehr gut von Thresh. Reingehuckt, mit Laterne nachgezogen. Ja. Das war optimal. Das war super. Okay, 7-2 Kills gerade für Darkstar. Mitte geht das nächste Towerplate down, wobei Six ist auch schon wieder auf dem Weg. Er macht's ganz gut mit dem Farm auf jeden Fall. Aber er muss halt aufpassen. Uri ist halt super gefährlich mit der Ulti. Und Six hat seine gerade eben rausgehauen. Aber seine Qs sitzen ganz gut, ne? So zwischendurch, sieht man immer mal wieder. Beide aber auch ein unglaubliches Clear Speed. Ich höre doch wieder einen Zack. Ja, ich sehe es, ja. Der ist unten gerade. Oh, da kommt er rein. Aber es gibt 2 gegen 2. 2 gegen 2. Zack und noch ist und die Ori-Ulti da ganz hinten. Schön reingeflasht gerade von Kramer-Dinger. Und vielleicht kriegen sie da sogar noch den Double-Kill. Zack geht jetzt down. Wenn sie alles richtig machen, haben sie den Double-Kill. Das war absolut worth it. Hast du gesehen, dass sich Kramer da auf den Six konzentriert hat? Obwohl Kramer gerade angegriffen wurde die ganze Zeit von Zack. Das hat er richtig gemacht. Der Vorteil gut war halt, dass Kha'Zix oben war und Zack so weit weg war, dass er wieder als 101-Target zählte. Oh oh, Jhin ist da ein bisschen zu sehr hingegangen. Er musste jetzt dann zum ersten Mal wirklich rausflashen. Der Stun von Taric ist natürlich schön. Ich bin mal gespannt, ob hier Team Pool Party nochmal zurückkommt. Ja. Na, Darkstar baut gerade seinen Vorteil auf jeden Fall aus. Herod machen sie jetzt erstmal. Gucken wir mal in die Items. Ich muss auch sagen, Darkstar hat eine sehr schöne Team-Konstellationsmöglichkeit. Also die Charakter, die Darkstar zur Verfügung hat, sind oh mein Gott sehr, sehr gut. Oh mein Gott, das war eine Renek schöne 6-Ulti die gerade Range. Jetzt die gerade mit Full Enrage. Aber er läuft halt gleich auch irgendwann mal ab, das Ding. Und da kommt Ori. Ja, wie sieht's mit seinen Cooldowns aus eigentlich? Thresh geht jetzt auch down. Und oh, Renek wird wahrscheinlich das Zeitliche segnen. Bei Kramer. Ja, das Hourglass hat ihn da gerettet. Ja, von Schone, ja. Ich glaube, sie können nicht fighten. Nee. Vielleicht machen sie sogar noch Zack. Die ist halt gut. Na, noch springen. Nochmal eine Q. Oh! Optimal! Wie knapp war das denn bitte? Okay, der nächste Drake kommt auch gleich. Das könnte dann der zweite Drake sein für Team Darkstar. Wow! Hast du gerade den Key gesehen? Bei auf der Damage. Der Damage ist insane. Okay, da kommt was rein. Und es ist der gute Six. Ja, und Dingens war direkt ready. Thresh. Ah. Oh, und zieht auch Kha'Zix direkt ran. Also sehr koordiniert. Ja, das Team. Ja.
Ja, 24,6K zu 20,7K. Oben versucht Renton gerade nochmal sein Bestes, aber Shogun hält einfach viel aus. Es reicht aus halt grade. Nicht vom Damage. Er hat aber auch direkt Righteous Glory gebaut. Viel Leben, viel Mana und viel Rüstung halt einfach. Das heißt, er kann auf der Lane rumtanzen und kann... Also Renton hat da kaum eine Chance gerade aktuell. Der übrigens bis jetzt nur Tiamat und Phage hat. Also ja, er hat zwar seine Mercuries ausgebaut, aber das reicht nicht. Schöner Dodge. Aber Renton... Diesmal ist er dem AE halt wieder ausgewählt. Ja. Ja, Six hat auch 3 Kills. Also er hat eine Stopwatch. Also sein Ludens hat er gleich fertig. Ich bin trotzdem sehr gespannt, ob Pool Party ja, irgendwie zurückkommen kann. Orianna und Jhin haben halt so viel Vorteil gerade. Ja, wow. Die Combo saß. Schön gemacht. Der Knock-Up. Ori konnte da schön mit der Ulti nochmal reinpfeffern. Und dann wird es jetzt gleich in den nächsten großen Clash gehen. Dann kommt die 6 Ultimates. Schön zum Clearen erstmal. Und Zac ist drin. Aber Zac und Taric, wer macht den Schaden? Wer macht den Damage? Ich wundere mich auch so ein bisschen, dass der MF da nicht nachgerückt ist. Also bin ich ganz ehrlich, weil MF war eigentlich schon fast da. Vielleicht ist das der Grund hier. Der gute Alter. Und da kriegen sie wahrscheinlich den Double Kill 1. Und gleich folgt die Nummer 2. Jhin OP an dieser Stelle, meine Freunde. Mittlerweile mit 5 Kills, 128 Farm und der 2 Teleport Assists. Oben. Ja, moin. Ja. Ja, die rocken ja durch gerade. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich einen Damage-Dealer vermisst habe. Was hast du gesagt? Dass ich beim Pool-Party-Team gerade den Damage vermisse. Ja. Am Anfang. Da fehlte was. Ja. Aber der Engage an sich war gut, auf jeden Fall. Der Engage war sehr gut. Aber das Follow-up hat gefehlt. So, Ludens Echo ist fertig bei Ori. Hat jetzt hier den Codex noch. Ich guck grad mal, was so für Items gebaut werden. Auf wen setzt man denn bei Team Pool Party am Ende? MF ja, und MF, MF an sich, ja. Also Reddington, weil er den Sustain hat und MF, weil der Schaden an sich kommt. Aber sie hat halt Ghost, also sie hat halt echt Ghostblade fertig. Ja, Lethality ist gut, aber... schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay, Six wird angegangen. Oh, der Schaden von Ori, der haut einen aus. Oh, ja, 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 ja. Okay, hätte er sich sparen können, die Stopwatch tatsächlich. Da kommt auch der Sekt nochmal rein, der wahrscheinlich auch das zeitliche segnen wird. Ja, da gibt's den Flash, gut. K6 ist halt immer da. Ja, K6 ist überall. Der ist halt einfach omnipräsent gerade aktuell. Und es macht Team Darkstar super gut gerade. Wenn es so weitergeht und eigentlich, es steht 16 zu 4, wir haben fast 8000 Gold Difference. Wenn sie so weitermachen, qualifizieren sie sich gleich fürs Finale. Oh, Kramer gegen, also Ori gegen Renekton. Renekton kann gut reinhauen. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt doch gar nicht so schlecht. Oh, aber sie will... Okay, warum sie da nach oben gelaufen ist gerade? Aber sie stirbt auch nicht! Sie stirbt einfach nicht. MF muss sie rausflashen, damit sie nicht noch das Zeitliche gesegnet wird. Und schöner Hook von Thresh kann ihr den Kill sichern. Wunderbar gemacht. Aber Ori ist da oben rumgetänzelt gerade. Ich habe mich gewundert, warum sie so lange steht. Aber da war nur Taric, der den Schaden gemacht hat. Gibt's da den nächsten... Ori konnte nicht nach unten laufen, weil die MF-Ulti noch lief. Ja, aber war doch die... die Laterne von Thresh lag doch direkt neben mir. Sie hätte einfach nur weggehen können. Oh, super, super knapp gerade. Er kam jetzt aber gut Schaden. Ja. Also an sich haben sie auch den Damage, aber Shogun ist halt auch nicht dabei. Die kämpfen ja so von Anfang an in Unterzahl. Also Shogun holt sich jetzt eher den T2-Zauber oben. Oder hat er sich schon geholt? Er hat 124 Farm. Wobei Ransom aufgeholt hat. Der hat sogar Shogun überholt, was das betrifft. Ja, da kriegen sie den Zac. Schön gemacht. Schön gemacht. Dr. Banana 604, 600er Bounty auf ihm. Und MF hat immerhin jetzt ihr BF-Sword ready. Plus das Ghostblade. Ah, hätte sie Laterne gegriffen, hätte die MF-Ulti sie während des Fliegens geholt. Stimmt, die kam ja auch in die Richtung. Ja, aber ein Schild hätte es ja trotzdem bekommen. Naja.
Okay, der nächste Drake steht an. Sieht eigentlich für beide ganz. Also, sie müssen eigentlich contesten. Guck mal ganz kurz rein, wie viele ist das? Das ist, wäre der dritte Drake für Team Darkstar. Alright, werden sie contesten oder werden sie nicht contesten? Oh, da geht der Stun raus Richtung Show. Ja. Du brauchst halt echt lange, um den zu töten. Und dann hat er noch seine Ultimate. Und dann machen sie den Drake. Da können sie nichts gegen tun. Oh, noch. Brandon geht rein. Ulti geht raus auf jeden Fall. Ranken steht relativ lange. Da gab es eine wunderbare Ulti von Tarik. Schön gemacht. Holt er sich den Jhin da hinten, aber schafft es nicht ganz. Und das Team kommt nicht nach. Da wurden sie hart gesplittet. Orianna wieder mit einer wunderbaren Ulti. Es reicht nicht, um zu fliehen. Also es reicht, das Ende fehlt. Ja. Das ist der Triple Kill. Die werden jetzt durch die Mitte rennen. Das sieht leider gar nicht gut aus. 25 zu 5. Der Abschluss hat immer gefehlt. Ja. Der Schaden ist zu krass einfach. Wenn Darkstar so in dem Setup weiter spielt, dann werden sie ein grandioses Finale spielen. Ja, die werden alleine die Teamkombination, also die einzelnen Charakter an sich, sind alle ziemlich stark. Auf jeden Fall. Reimt auch gerade in den Chat, too much damage. Ja. Ja, die haben keinen Fokus, der Darkstar sie immer in der Luft zerreißt. Aber ich fand die Ulti von Rankin und Tarik in Kombination an sich ziemlich gut. Weil Rankin lebte lange. MF war halt gesplittet, das heißt, wir haben den AD-Damage nicht da gehabt, was natürlich fatal ist. Und so kannst du natürlich nicht gewinnen. Die müssen halt als Einheit stehen. Mit der Tarik-Ulti haben sie halt ein gewisses Zeitfenster. Aber wenn ich jetzt gerade mal so gucke. Tarik ist Level 9, wenn ich das richtig gesehen habe. Zack ist Level 9. Während wir auf der anderen Seite drei Champions auf Level 13 haben. Das ist halt schwierig. So, Baron Buff. Meinst du, die werden das durch die Mitte durchrennen? Auf allen Lanes eine große Level-Differenz, bis auf Top. Boah, Shogat steht davor noch einfach, interessiert ihn halt einfach überhaupt nicht. Und dann kommt die Ori mit der wunderbaren Ultimate. Schön gemacht, der rutschen sie rüber. Der Engage auf Shogat war natürlich nicht schlecht, aber auf Shogat zu engagen war nicht die beste Wahl. Ja. So wie es gemacht wurde, war okay, aber den kriegst halt nicht weg. Ja. Und dann werden sie sich den T3 Tower holen gleich. Warten auf die nächste Minion Wave. Wow. 14.000 Gold Differenz. Leute, wenn ihr eure Runde fertig gespielt habt, bitte keine Spoiler, bis wir nicht mit der Runde durch sind. Also nicht jetzt in den Chat schreiben, ja, wir haben verloren, bla bla bla, sondern lasst uns bitte gerne die 3 Minuten noch zu Ende gucken. Und danach könnt ihr dann gerne über das Match schreiben, wenn ihr aus eurem Match raus seid. Einfach nur fair, wisst ihr? Aber ja, hier wird jetzt gerade einer nach dem anderen zerfetzt gerade. Und das war's. Ja. Wow. Also 16.000 Gold Unterschied ist halt schon eine Ansage. Du hast mit Shogat halt so einen starken Bully an den Objectives. Ja. Krass. Ich bin auf Finale verdammt gespannt. GG, well played, meine Freunde. Schönes Ding.